Wir von DonauTV berichten täglich über die Menschen, Ereignisse und Geschichten aus unserer Region und erreichen damit täglich 37.000 Menschen. Ab diesem Jahr sind es aber noch mehr, denn wir dürfen Zünching bei uns im Kabelnetz begrüßen und uns damit über weitere 600 Haushalte, die wir von nun an erreichen, freuen. Damit sage ich Servus Zünching! Hintergrund ist eine Änderung in der Kabelinfrastruktur, wegen der die Gemeinde Zünching im November 2016 an das Kabelnetz Straubing angeschlossen wurde. Das bedeutet, dass den Bewohnern unsere Sendung nun sowohl analog als auch digital zur Verfügung steht. Ganz zur Freude von allen. Freut mich erst einmal herzlich willkommen, habt ihr super Wetter mitgebracht. Freut uns natürlich, dass auch Niederbayern zu uns aufkommt in die Oberpfalz, obwohl wir sind ja ein Stück Niederbayern, sind wir ja, ne? Wenn es an Skype und Festing, sind wir eigentlich fast alle da am Beich unten. Und beim Zünchinger Markt kommen auch viele Affen zu uns auf Zünching. Ne? Und wir sind auch eine Einheit, sag ich da, Grenzregion, und da müssen wir zusammenhalten. Der Bürgermeister ist also schon mal begeistert. Und was sagen die Zünchinger zu ihrem neuen Programm? Das haben wir ganz geschmeichelt, dass wir so interessant sind hier in Zünching. Schön. Weil man dann weiß, was passiert in der Region. Ja, wenn es so geht, dann kann man sich anschauen. DonauTV ist also auch im Landkreis Regensburg nicht unbekannt. Und bei dem einen oder anderen, der uns vielleicht noch nicht kennt, haben wir uns natürlich gleich vorgestellt. Aber spätestens, wenn wir über die vielen Ereignisse aus der 2000-Einwohner-Gemeinde berichten, kennt uns bestimmt jeder. Mal Sünchen kann man viel berichten, wenn man viel Zeit hätte. Ne? Aber wie gesagt, was uns auszeichnet, ist unser Zusammenhalt, das ist die Zusammengehörigkeit, wie es halt im Dorf üblich ist. Und da sind wir stolz drauf. Und drum, wo man gerne in Sünchen, oder bin ich ja stolz, dass ich ein Sünchinger bin. Wir haben in Zünching, sag ich mal, alles, was man braucht, dass man bei uns leben kann. Wir haben zwei Schulen, wir haben zwei Kindergärten, wir haben Kinderhäuser, wir haben einen Hort, wir haben Einkaufsmöglichkeiten. Jetzt aktuell, wenn ihr nachher nochmal Zeit habt, haben wir draußen einen Eisweiher, den haben wir ausgepackt. Da kann man Freizeitgestaltung wunderbar genießen und gestalten. Es fährt gerade wieder Auto bei. Es rührt sich was in Zünching, sag ich mal. Wir haben 155 Veranstaltungen übers Jahr gesehen. Also wir sind schon das ganze Jahr gut ausgebucht und uns macht Spaß und wir haben unseren Spaß. Ob wir also über die aktuellen politischen Geschehnisse berichten, über die sportlichen Ereignisse, von Geschichten aus und von dem Zünchinger Schloss oder ganz besondere Zünchinger porträtieren. Wir von DonauTV freuen uns über jeden neuen Haushalt, den wir jetzt erreichen. Und dieser Besuch war sicher nicht der letzte. Also bis bald, liebe Zünching.